Kapitel Hermine und Severus saßen glücklich zusammengerückt auf dem Sofa am Kerker bei Severus und unterhielten sich leise, während sie dabei ein Glas Wein tranken. So verbrachten sie die nächsten Abende nach Hermines Prüfungen. Minerva erlaubte es so lange, wie Hermine sich auf die Prüfungen konzentrieren konnte. Aber da wusste sie Hermine bei Severus in den besten Händen. Sie würde sich bestimmt 300 Mal vor dem Zaubertranklehrer abfragen lassen. So vergingen die Tage, und Hermine legte den Rest ihrer Prüfung ab. Nun war es soweit. Der Tag der Zeugnungsausgabe brach an. Hermine stand im Schlafsaal der Gryffindors vor einem Spiegel und besah sich darin. Sie zupfte noch ein wenig an ihrem roten Robe herum, und dann war sie fertig. Sie war aufgeregt, nicht unbedingt wegen des Zeugnisses, da war sie sich sicher, dass sie ein sehr gutes bekommen würde. Nein, Sie war aufgeregt wegen der Überraschung, die sie sich für Severus ausgedacht hatte. Sie hatte Angst, wie die anderen Lehrer und Schüler reagieren würden, aber am meisten sorgte sie so, wie Severus reagieren würde. Aber jetzt musste sie los. Sie würde schon früh genug herausfinden, wie er reagieren würde. Und wenn es schief geht, dieser Tag und morgen wäre der letzte in Hogwarts. Ein wenig wehmütig dachte sie daran, dieses geliebte Schloss wahrscheinlich nie wieder von innen zu sehen. Sie riss sich aus ihren Gedanken. Sie musste jetzt los. Nervös ging sie zur Treppe zur großen Halle herunter. Einerseits wünschte sie sich, dass dies nie enden würden, aber andererseits auch, dass es so schnell wie möglich vorbei sein würden. Unten angekommen atmete sie noch einmal tief durch und schritt durch das Portal der großen Halle hinein. Sie lief zum Tisch der Gryffindor und setzte sich. Nach und nach sammelten sich immer mehr Schüler an ihren Haustischen, bis sie schließlich vollzählig waren. Dumbledore stand in seinem Porträt und hielt eine kleine Rede über das Jahr und die Leistungen der Schüler. Er übergab dann an McGonagall und setzte sich in seinen Sessel in seinem Porträt. Jetzt geht es los, dachte sich Hermine. Sie rutschte nervös auf der Bank herum. Das meiste der Zeremonie rauschte an Hermine einfach so vorbei. Es lief eh immer gleich ab. Der Schüler lief nach vorne, erhielt sein Zeugnis, erhielt seinen kleinen Blumenstrauß und schüttelte die Hände der Lehrer, Professor Snape beließ es dabei, mit verschränkten Händen hinter dem Rücken, den Schülern einen kühlen Blick zu werfen. Wie üblich stand er dort in seiner vollen schwarzen Robe und ließ seinen Blick mit der Aufmerksamkeit eines Spions durch die Halle schweifen. Hermine wurde aus ihren Gedanken gerissen, als ihr Name fiel. Als sie aufsah, sah sie, daß alle bereits ihr Zeugnis in der Hand hielten und sie nun erwartungsvoll ansagen. Aufgeregt und nervös erhob sie sich und schritt nach vorne. Professor McGonagall nahm ihre Hand und drückte sie leicht, während sie sagte, »Und als allerletzte, die klügste Hexe, seid Rowena Ravenclaw!« Die ganze Halle fing an zu klatschen und Hermine wurde rot. »Und«, und fuhr McGonagall fort, »und ihres Zeichen ist das erste Zeugnis, das denselbe Punkte stand, wie das von Professor Snape hat. Somit zieht sie als erste Schülerin mit Professor Snape gleich.« ein Raunen ging durch die Halle, und die Schüler klatschten erneut. Sie bedankten sich mit roten Wangen, als der Applaus sich gelegt hatte. Hermine nahm ihr Zeugnis und ihren Blumenstrauß entgegen und ging zum ersten Lehrer, um sich ihr Lob abzuholen. Mit jedem Professor, dem sie die Hand gab, wurde sie nervöser. Als sie schließlich vor Sarah stand, war sie so nervös wie noch nie. Sie hatte Angst davor, wie er reagieren würde. Als sie aufschaute... Sah sie, wie Saros sie liebevoll anlächelte. Es war ein so wunderschönes Lächeln, dachte sie. Als sie sarahs die Hand reichen wollte, zog er sie einfach zu sich und schloss sie in die Arme. Man hörte die ganze Halle nach Luft schnappen. Einige Schüler waren sogar versteckt von der Bank gekippt. Das hätte niemand, auch nur den geringsten, erwartet. Ein weiteres Raunen ging durch die Schülerschar, als sie sahen, dass sich Hermines Roben in ein volles Schwarzes verwandelt hatte. Genau wie die von Severus. Severus entließ sie aus seinen Armen und erst jetzt bemerkte er die Veränderung von Hermine. Er sah erst erstaunt auf die Robe und dann berührt in Hermine in die Augen. Daraufhin zog er sie nochmal in seine Arme. Jetzt waren weitere Schüler von der Bank gefallen. Als sie sich ein weiteres Mal voneinander lösten, atmete Hermine befreit auf. Die Überraschung hatte ihm gefallen und offenbar hatte er kein Problem damit, ihr in aller Öffentlichkeit seine Liebe zu schenken. Als ihr Blick zu dem Lehrer wanderte, standen viele von ihnen in Schockstarre und sahen aus, als hätten sie gerade Merlin persönlich gesehen. So unwahrscheinlich war es, was sie gerade gesehen hatten. Professor McGonagall stand nur lächelnd da und sah zufrieden aus. Sie war sehr froh, dass die beiden sich gefunden hatten. Sie waren so unterschiedlich, und doch ergänzten sie sich perfekt. Dumbledore saß gemütlich in seinem Sessel und lutschte ein Zitronenbonbon. Die Schüler starrten immer noch auf das ungleiche Paar. Da wurde es Harris zu nervig. Er schnappte sich kurzerhand Hermine und apparierte mit ihr in seine Gemächer. Die Schüler und die Lehrer blieben geschockt und auch verwirrt zurück. Vielleicht war das alles nur ein Scherz und morgen würde alles vorbei sein. Hermine war froh, dass Harris mit ihr aus der Halle appariert ist, denn so langsam ist sie sich wie ein Ausstellungsstück vorgekommen, so wie die Schüler alle gestarrt haben. Hoffentlich wird das morgen besser, dachte sie sich. Severus konnte sich denken, worüber sie nachdachte. Morgen früh sitzt du mit am Lehrertisch. Da musst du dich keinen unangenehmen Fragen stellen. Außerdem soll jeder sehen, dass du zu mir gehörst, denn ich liebe dich. Und ich werde es nicht dulden, wenn dir jemand anderes zu nahe kommt, sagte Severus bestimmend. Hermia sah ihm dankbar an und erwiderte Ich liebe dich auch, Severus. Sie war so glücklich mit ihm, und er war es auch mit ihr so sah man sie noch oft abends vor dem Kamin mit einem Glas Wein sitzen und lange, interessante Gespräche führen.